sag mir, was du gesagt hast. Ich habe nichts gesagt. Über mich. Du hast es laut genug gesagt, dass sie es hören konnte, dass sie mir jedes Detail wiedergeben konnte. Expresses Verbes, wie du es gerne nennst. Du kannst es mir also auch ins Gesicht sagen. Nein, das war's nicht. Na los. Stephanie, bitte. Okay, wie wär's? Wir machen's so. Ich sag es dir und du sagst mir, ob es wahr ist oder nicht. Nein, das ist dumm. Bist du sicher? Vielleicht ist es leichter, wenn man dich behandelt wie einen Vorschüler. Ey, leicht ist nicht der Punkt, ja? Hör zu, ich habe keine Angst vor dir oder weil ich irgendetwas gesagt hätte. Das Ganze war keine große Sache. Ich meine, wir haben ein paar Bier gekippt, ja? In der Garage, vielleicht waren wir ein bisschen laut. Aber ich habe wirklich nichts gesagt, null. Mann, sie ist am Boden zerstört, weil du Dinge über sie gesagt hast. Dinge? Ich habe ein Ding gesagt und es war keine große... Meine Güte, warum hast du mir das weitererzählt? Warum hast du es überhaupt gesagt, hä? Warum sagst du sowas? Über jemanden, den du angeblich liebst. Also es tut mir leid, aber niemand, echt nicht. Nicht der ahnungsloseste Kerl macht so einen Fehler. Hey, übrigens, danke. Es war schwer in Ordnung. Was jetzt? Dass du mich gedeckt hast wegen Crystal. Ach so, ja, richtig. Ziemlich ausgefeilte Geschichte, die du dir ausgedacht hast. Hä? Ja. Chapeau. Mhm. Du, ich habe dir so einige unglaubliche Stunden zu verdanken, weil du das gemacht hast. Hä? Ja, okay. Also, wir treiben Sachen, das glaubst du gar nicht. Hä? Schön, ja. Übrigens, also pass auf, Carly fährt zur Arbeit jetzt, ja? Und Crystal steht auf der Matte, ja? Bam! Oder ist bei ihr? Bam! Also wir treiben Sachen, das glaubst du nicht. Weil ich habe noch nie so ein Mädchen erlebt. Mhm. Hey, speziell. Kreativ. Versaut. Aber alles mit dem nötigen Spaß dabei, verstehst du? Sexy, dirty. Ja? Und ich will einfach nur nach Hause, ja? Einfach nach Hause und mit dir ins Bett und nochmal sagen, es tut mir leid, falls du das möchtest. Aber unter die Bettdecke kriechen und neben dir liegen, ja? An deinem Rücken, damit ich deinen Herzschlag spüren kann, wenn wir langsam wieder ruhiger werden. Das will ich. Verstehe. Das wünsche ich mir. Du willst meinen Rücken spüren? Ja. Dich von hinten an mich kuscheln? Ja. Warum? Damit du mein Gesicht nicht sehen musst?